und herzlich willkommen, liebe Bastelgaragen-Zuschauer. Meine Finger sind irgendwie noch ein bisschen ölig und zwar geht es ja heute um diesen Schnellschraubstock und den habe ich gerade mit eingeölt und zwar mit einem Arbeitsplattenöl, damit es auch schön hält und das muss natürlich jetzt noch ein bisschen trocknen. Wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Für diesen Art Schraubstock brauchen wir erstmal eine handelsübliche Silikonspritze. Wenn es geht, sollte die halt nur hier vorne drin ein Gewinde mit einer Mutter drauf haben, was man losschrauben kann. Dann habe ich hier Buchenholz und zwar 3x4 cm, 2x20 cm, 3x12 cm. Ja, und das ist ein Reststück, das kommt noch dazwischen, das muss dann im Laufe des Bauens noch zurechtgeschnitten werden. Eines dieser 12 cm langen Teile werden wir jetzt hier mit einem 17,5 Grad Schnitt etwas abflachen. Jetzt möchte ich zwei Nuten reinfräsen, allerdings keine eckigen, sondern die sind oben halbrund. Ich weiß jetzt nicht, wie genau der Fräser heißt. Wenn ich das finde, schreibe ich es noch oben drüber. Und damit fräsen wir jetzt zwei Nuten. Hier fräsen wir jetzt diese Nut rein, und zwar in die gerade Seite, nicht in die schräge, sondern in die gerade Seite. Nachdem wir jetzt die Nut hier, die Längsnut reingemacht haben, müssen wir noch eine Quernut von oben nach unten haben. Das wollte ich jetzt auch so machen. Und hier, das ist ein Stück Restholz. Das fahre ich dann, damit ich gerade bleibe, hier entlang. Wie gesagt, demnächst kommt noch eine Abfräsanlage und dann werde ich hier auch noch eine Halterung reinbauen. Aber das habe ich im Moment noch nicht. So muss man sich dann halt behelfen. Jetzt müssen wir hier oben noch eine Phase reinfräsen. Wird sich nachher alles zeigen, wofür das ist. Jetzt müssen wir hier in die unterste Ecke jeweils eine Ecke reinschneiden. Und dazu habe ich mir die Tischkreissäge auf 15 mm und auch der Abstand ist 15 mm eingestellt. Und da schneide ich mir jetzt Nuten rein bzw. Schlitze rein. Jetzt habe ich mir hier einen Klotz von 7 cm Länge aus dem Reststück geschnitten. Die 7 cm, das ist hier der Abstand, der hier zwischen liegt. Und der Klotz soll jetzt hier zwischen. Jetzt habe ich mir hier eine Markierung gemacht und das soll jetzt in der Stärke weggeschnitten werden, dass das so eine Art T-Stück gibt. Aber zeige ich euch jetzt. Davon habe ich mir jetzt drei Stück hergestellt. Das kommt hier vorne hin. Das mittlere habe ich mir hier in den Kanten nur einen halben Millimeter oder einen Millimeter kleiner geschliffen. Das muss ich später bewegen können. Und das andere ist für das Ende gedacht. Das ist jetzt der feststehende vordere Teil. Und da muss ich jetzt so weit rausgehen, dass ich hier nicht überstehe. Das heißt, diese Führung muss ja frei bleiben, da muss ich halt 3-4 mm zurückbleiben. Und das ist in meinem Fall, bleibt dann von dem Klotz noch 2 cm übrig. Das schneiden wir uns jetzt mal der Länge nach durch. Ich habe jetzt die Klötzchen passend zu den jeweiligen Dicken der Hölzer zugeschnitten. Halte dann hier einen Winkel dran, damit ich überhaupt mal sehen kann.
klemme das ein bisschen zusammen. Und das Teil hier in der Mitte, das muss sich bewegen können. Das wird auch später hin und her fahren. Deshalb habe ich es eben ein paar Millimeter kleiner geschliffen, damit das hier schön drin läuft. Ich habe jetzt das Ganze rumgedreht. Das ist jetzt die Unterseite. Wie gesagt, hier einen Winkel angelegt. Dann klemme ich mir das mal vorsichtshalber ein bisschen fest. Und bohre dann hier, wo das Holz übereinander steht, zwei Schrauben rein. So sieht das Ganze schon mal einigermaßen gut aus. Und jetzt kommt hier unsere Acrylspritzpistole oder Silikonspritzpistole zum Einsatz. Das möchte ich jetzt hier hinten festmachen und möchte das Eisen hier hinten umbiegen, mit zwei Schrauben hier vorne festmachen. Das heißt, hier habe ich noch 2 cm. Hier hinten muss die anliegen, damit die stabil ist, Halt hat. Das heißt, das hier muss ich jetzt 2 cm länger lassen. Das heißt, 2 cm ist hier. So. Und hier schneide ich jetzt mit der Flex diese beiden orangen Teile einfach ab. Dann machen wir von der Spritze hier oben die Mutter ab. So. Und da ist ein kleines Gewinde drauf. Das brauchen wir dann später noch. Jetzt möchte ich die Silikonspritze hier durchführen. Das heißt, ich muss erstmal hier in der Mitte ein Loch reinbohren, wo dieser Stab durchgeführt wird. Und wenn ich das dann habe, möchte ich hier diese beiden Seitenteile anzeichnen und mir ebenfalls kleine Löcher bohren, um das durchzustecken. Machen wir erstmal hier ein Loch durch. Jetzt habe ich den Stab durch dieses Loch erstmal ein bisschen durchgedrückt. Und das ist ja jetzt die Halterung. Ich habe halt hier in meiner Werkbank dieses Loch drin. Jetzt zeichne ich mir an, wo die Metallteile sind. Und das bohren wir jetzt zusätzlich nochmal aus. Da habe ich mir das angezeichnet und dann bohre ich mir mit einem 5 mm Bohrer Löcher der Reihe nach einfach durch. Ich habe jetzt hier so einen Multischleifer. Und damit mache ich das Ganze auf. Ihr könnt natürlich auch einfach größere Löcher machen und damit der Stichsäge zum Beispiel aussägen. Das geht eigentlich auch. Aber ich wollte das relativ eng halten und da denke ich, ist dieser Multischleifer-Schneider optimal. Und jetzt setzen wir das Ganze wieder hier rein. Ja, das mittlere muss ja jetzt leichtgängig, geht das da durch. Wenn man das hier pumpt bzw. hinten die Sperre öffnet, kann man das schön raus oder auch reinziehen. Jetzt werde ich diese Metallteile hier umschlagen nach innen, ein Loch durchbohren und das dann hier in dem Holz befestigen. Ja, und damit ist das schon richtig schön, kann man jetzt sagen, fest. Ganz schön hier durchschieben und das hält. Wie gesagt, jetzt machen wir halt hier noch 2 Löcher rein, 2 Schrauben und dann ist die Sache 100%ig fest. Das wird später hier drin festgeschraubt. Jetzt müssen wir noch hier für dieses Teil, was sich bewegt, das soll ja hier festgemacht werden mit diesem Gewinde hier vorne. Und da nehme ich einfach mal eine Einschlagmutter, nur 6 mm, die kommt hier vorne drauf. Und dazu bohren wir jetzt in dem Holzteil erstmal mit dem 20er Forstner Bohrer ein Loch, damit die Spitze, also nicht die Spitze, das flache Teil verschwindet. Und dann bohren wir ein bisschen tiefer für das Gewinde.
die Einschlagmutter machen wir jetzt einfach mal hier rein. Nehmen uns das Gegenstück und drehen das einfach hier in diese Einschlagmutter rein. So, dass diese beiden geraden Teile unten sind. Hier hatte ich ja diese Nut reingemacht und das Teil hatte ich hier oben die Kante gemacht. So, und jetzt kann man das eigentlich beziehungsweise zurückholen. So. Und das schrauben wir jetzt fest. Jetzt haben wir hier das Mittelteil und diesen zukünftigen Schlitten, der sich ja hier bewegen soll. Also verbinden wir nur diese beiden Teile miteinander. Das habe ich jetzt soweit vorgeschoben, dass das mit diesem Teil, dass das hier alles gleich ist und auch die Kante hier vorne. Jetzt klemme ich das ein bisschen fest. Drehe das rum und bohre dann dementsprechend hier die Schrauben rein. Das ist jetzt die Unterseite. Ich hatte jeweils hier kurze Schrauben drin. Die habe ich jetzt gegen längere ausgetauscht, damit das bis hier oben in das obere Holz reinkommt und ich mehr Stabilität habe. Jetzt klemmen wir einfach mal ein Stück Holz einfach fest. So simpel ist das. Kann nichts passieren. Und was ich brauche, ziehen wir es zurück. So. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte, diese Nuten, die ich hier reingemacht habe. Mach das mal wieder ein bisschen enger. Und zwar, wenn man Rundmaterial hat, kann man das wunderbar in diese Aussparungen einklemmen. Und kann das bearbeiten, absägen oder was auch immer. Die zweite Nut, die senkrechte, dient eigentlich demselben Zweck. Man kann ein Rundholz senkrecht einspannen und sagen wir mal, wenn man jetzt ein kurzes Stück hat und muss oben in einen Stab etwas hineinbohren oder so, hat man einen tollen Halt, da geht nichts weg. Diese schmäleren Nuten hier oben dienen einfach dazu, wenn man ein schmales Stück Holz hat, das hier oben in dieser Nut festzuklemmen, damit man das noch bearbeiten kann, damit das noch ein Stück rauskommt. Das hält dann besser. Wer das Ganze jetzt auf seiner Lochbank machen möchte, sollte vielleicht ein anderes Maß nehmen. Also mir ist jetzt gerade aufgefallen, hätte ich ja früher dran denken können, die 12 cm sind zu schmal. Da muss man mindestens 14 oder 16 cm Breite haben. Dann könnte man nämlich prima hier unten drunter auf den Ecken 4 Rundstäbe setzen und könnte das in die Werkbank einsetzen. Ansonsten, wer das Teil festmachen will, hat die Möglichkeit, es hier einfach mit Schrauben festzumachen oder halt im Notfall hier mit einer Schraubzwinge. Aber dafür ist es eigentlich nicht gedacht. Ich bin davon ausgegangen, dass man dieses Teil mit rumschleppt und gerade wo man arbeitet, einfach benutzt. Dann habe ich auch noch eins nachzutragen und zwar, wenn man das zumacht, drückt sich hier innen drin die Einschlagmutter, die zieht sich schon mal raus. Da bin ich jetzt einfach hingegangen und habe da 4 Schrauben reingesetzt, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass der Druck hier zwischen ist, dass das Ganze sich hier zusammendrückt. Ich habe nicht gedacht, dass wenn man das zurückzieht, dass sich das eventuell rausziehen kann. Darum die 4 Schrauben und das hält jetzt super und ist wirklich fantastisch. Kurzer Nachtrag Nummer 2. Und zwar ist ja hier eigentlich ein rechter Winkel dran. Der war hier auf der Seite auch. Hat aber gestört, wenn ich mit den Fingern hier reinging, um den Hebel zu bewegen. Das habe ich jetzt an der Bandsäge einfach hier unten schräg abgeschnitten. Und schon hat man Platz für die Finger dazwischen zu tun und das zu pumpen. Auch wenn es zum Schluss einige Änderungen gab, denke ich mal, dass es ein gelungenes Projekt ist und
man kann es wirklich sehr, sehr leicht nachbauen und es ist auch eigentlich relativ kostengünstig. Ich glaube, das Ganze hat sich jetzt um die 10 Euro überlaufen an Materialkosten. Klar, Schrauben und sowas muss man natürlich selber noch haben, aber das sind ja nur Centbeträge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns demnächst wieder hier in der Bastelgarage. Seid gespannt, bis dann, Gruß, euer Jürgen.